gibt Feinde unserer Demokratie, die sind sehr stark und wir müssen denen alles, was wir haben, demokratisch entgegensetzen. Besorgt bin ich schon, ja, unsere Demokratie steht unter Druck, ist aber jetzt nicht so, dass ich große Angst habe, dass unsere Demokratie einfach beseitigt werden könnte. Was man sagen muss, ist, eine ganz große Schwachstelle in Anführungszeichen unserer Demokratie ist, dass sie ja von Menschen gefüllt wird. Menschen, die auch in Institutionen sitzen. Und wenn es extremistischen Parteien gelingen sollte, Einfluss auf diese demokratischen Institutionen zu bekommen, das Verfassungsgericht oder Landesverfassungsgerichte zum Beispiel, dann wird es gefährlich. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass wir das, was wir haben, erhalten. Und dass wir das auch zu schätzen wissen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn wenn man das als irgendwas Beiläufiges betrachtet, dann setzt man sich, glaube ich, nicht genug dafür ein. Nur wenn einem etwas wichtig ist, dann verteidigt man das auch. Und ich glaube, das ist das Zentrale. Also Demokratie verteidigen und Demokratie mit Leben füllen, das sind so ganz wichtige Aspekte. Im Studium haben wir uns sehr intensiv mit Texten auseinandergesetzt. Das fand ich nicht immer cool, aber rückblickend hat mir das schon sehr viel gebracht. Also Verfassungstexte zum Beispiel, ob jetzt die Paulskirchenverfassung oder die Weimarer Verfassung, da saßen wir stundenlang drüber und haben darüber diskutiert. Und das war schon bereichernd. Ich finde Geschichte vor allem deshalb so interessant und wichtig, weil man durch sie die Gegenwart erst viel besser versteht. Ob es jetzt aktuelle Konflikte sind oder Gegebenheiten, der Blick auf die Geschichte hilft einem, sich zu orientieren. Und auf der anderen Seite hilft der Blick in die Geschichte auch, um Dinge zu lernen, um es besser zu machen, als es vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.